schließen sie ab, die Hinrunde der Regionalliga-Saison 2018-2019. Letztes Spiel der Hinserie, heute im Franz-Krämer-Stadion in Köln. Es geht gegen die Reserve des FC. Und beim WSV gibt es eine Veränderung im Vergleich zum 1:1 gegen Kahn Marienborn am vergangenen Wochenende. Für Gino Windmüller spielt heute Sascha Schünemann. Außerdem verzichtet Cheftrainer Adrian Alipur auf Gaetano Manno. Und für ihn könnte möglicherweise heute Kamil Bednarski sein Comeback feiern. Er ist zurück im Kader. Das sind hier die Highlights bei WSV TV. FC gegen den WSV. Thank you.
Unser Keeper ist bei uns, Joshua Mross, 1:1 gegen die Reserve des 1. FC Köln. Quasi in letzter Minute der Ausgleich gefallen von Chris Führig, der dem WSV das Leben schon ziemlich schwer gemacht hat heute. Wie ist denn deine Gefühlslage so kurz nach dem Spiel? Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, also das Unentschieden fühlt sich halt eher an wie eine Niederlage. Ich würde sagen, ziemlich groß. Also ich weiß auch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll noch. Ich glaube, wir haben genug Torchancen, um mir noch das zweite danach zu legen. Das steht 2:0. Ich denke, da passiert wenig. Köln hat auch nicht mehr so viel gemacht in der zweiten Halbzeit. Wir haben uns hinten jeden Ball reingeschmissen, haben alles versucht. Aber ja, unterm Strich steht jetzt wieder nur ein Punkt da. Ne? Das ist natürlich viel zu wenig. War es klar, dass Chris Führig heute trifft, wenn die Kölner noch ein Tor machen? Nee, also keine Ahnung, ob das klar war. Ich fand, erste Halbzeit hat er gut gespielt, klar. Aber ich fand aber auch, dass wir ihn eigentlich ganz gut im Griff hatten. Ich meine, in der ersten Halbzeit hatten die Kölner 2 Torchancen. Nichts Besonderes wirklich. In der zweiten Halbzeit kamen die eigentlich fast nur durch Standards. Dann eine Chance und direkt natürlich wieder ein Tor. Ist natürlich ja, scheiß auf Deutsch gesagt. Ne? Der WSV wollte aus den Spielen gegen Kahn-Marienborn, dem 1:1 und dem 2:3 gegen Düsseldorf lernen. Was hat davon funktioniert und was nicht? Ja, ich glaube fast alles. Also gelernt haben wir daraus auf jeden Fall. Wir haben uns lange zusammengesetzt, haben viel gequatscht. Sind natürlich auch mal ein bisschen die Fetzen geflogen, ist auch in Ordnung nach so 2 so Spielen, das muss auch mal sein. Ich glaube, heute haben wir uns gestraft. Man hat gesehen, wie wir hier gekämpft haben am Platz. Wir haben keinen Meter hier irgendwie verschenkt oder sonstiges. Ja, ist jetzt natürlich unglücklich jetzt gelaufen, das 1:1. Ich fand, wir hätten heute gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Wir waren die bessere Mannschaft hier am Platz. Und ich glaube, man hat einen klaren Unterschied zu den letzten Wochen auch gesehen. Joshua Mross, vielen Dank. Danke.